Oh, Leute, willkommen zurück hier bei Partisans 1941. So, was kann man denn noch machen? Vorräte haben wir genug. Aber ich bräuchte auch mal Muni. Frage, nehme ich das oder das? Hier gibt es noch, hier gibt es noch ein schickes Gewehr dazu. So. 25, 50, 75. Die geben wahrscheinlich alle 25, oder? Außer der Junge. Was ist das eigentlich für ein Zeichen hier? Komisch. Sorry, ich musste mal kurz niesen. So, dann würde ich sagen, ihr besorgt mir hier mal die Munition. Die brauche ich auf jeden Fall. Gut, jetzt können wir mal noch. Ja, komm. Du kannst mit Hilfe von Lebensmitteln, die du bei deiner Mission bekommst, Rationen bereitstellen. Ja, klingt doch gut. So, dann bauen wir hier mal noch eine. Da reicht da einer auch. Ah ne, man braucht zwei, okay. Leute, los geht's. Geht an die Arbeit, meine fleißigen Bienchen. So, was gibt's Neues zum Labern? Someday some man is going to be lucky to have you as his wife. Or are you already married? Tell me, Valentina Alievna. I wouldn't respond to that if I were you. It's all right. It isn't a secret. My parents wanted to marry me off to a man they'd found. And I wanted an education. So we made a deal. If I pass my entrance exams, I get to study. But if I fail, I marry him. And I aced them all. Tja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Verheiraten ist jetzt definitiv nicht die schönste Lösung. So, hier haben wir mal alles ein bisschen geordnet. Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen Muni gefunden. Und dann teilen wir den Spaß doch mal. Ach, schade, jetzt kann man das nicht aufteilen. Oh Mann. Ah, doch, kann man schon. Okay. Packen wir das mal rein. Teilen das auf. Aufteilen. So, dann hast du deine Kugeln. Klar, er bräuchte sie halt auch. Dann machen wir es anders. Ihn nehmen wir immer mit. Und sie nehmen wir auch mit. Und er ist halt auch ziemlich nice unterwegs, der Boy. Deswegen komm. Gönn dir die Kugeln. Noch so ein Revolver. Ja, den behalte ich auch, weil die sind zwar besser, aber die brauchen wieder die Schuss hier. Dasselbe bei ihm. Okay, was kann denn eigentlich dein Gewehr? 40, 55. Das gleiche wie das. Dann könnten wir hier mal noch tauschen. 30, 45. 40, 55, ja, machen wir es so. Ich packe mal da runter. Tauschen wir noch. Wohl, lassen wir es mal so. Gut, die Gewehre kann man alle zerlegen. Ich würde mal eins hier zerlegen. Ach, zuerst entladen. Ja, stimmt, entladen können wir tatsächlich alles hier. So, zerlegen wir mal den Laden. Okay, so. Du bist eine Stufe gestiegen. Gezielter Schuss. Ja, das wird dann noch nicer, der Scharfschütze. Höhere Trefferchance, das ist schon nicht schlecht.
Mehr Rucksackfächer ist auch nice. Aber jetzt gehen wir erstmal auf das hier. Dann. Was kann ich denn jetzt hier eigentlich in der. Gut, das habe ich ja schon festgestellt. Keine verfügbaren. Hä? Achso, das kostet dann hier, okay. Okay, das machen wir mal, wenn wir definitiv mehr haben. Kann ich jetzt auch irgendwo die Küche sehen? Gut, Haushalt ist ja nur das hier. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Okay, das ist erledigt. Das ist auch erledigt. Das kann ich angeln für 22. Oder aber kann hier 60 Provianteinheiten. Heißt das genau für 20? Was für 20 Nahrung kriege ich 60 Nahrung, oder kapiere ich das richtig? Hier kann man ja so unendlich viel Zeug bauen, das ist ja Wahnsinn. Aber wie ihr dann seht, wir brauchen definitiv immer was zu beißen. Demzufolge könnten wir auch mal noch ein Hühnerhaus bauen. Und mir dann gleich nochmal hier. Ja, come on. Dann packen wir wieder unsere drei besten rein. Zack. Baut mir mal jemand noch ein Hühnerhaus. So, und mein kleiner Freund. Ach, kochen braucht man zwei, okay. Ja, dann angel du einfach mal. Und here we go. Es wird dann bestimmt bald wieder Missionstag sein, denke ich. Nein, immer noch nicht, okay. So, was gibt's Neues hier in der Runde? Where did you study, Valentina Alievna? At the Alma Ata Medical School. Why medicine? It's hard, isn't it? Yeah, but doctors are well respected. And they're always in demand. I liked being a student. Even though sometimes I had to study all night. Ja, wer studiert nicht gerne? So, papalapam. Gott, dann gucken wir hier oben. Hinterhalt ist abgeschlossen. Angeln ist auch erledigt. Und ein schickes Hühnerhaus haben wir uns auch gegönnt. Okay. So. Okay, 15 raushauen um 7. Ja gut, dann gehe ich auch noch 22. Hä? Was macht das für einen Sinn? Angeln bekomme ich einfach so 22 Nahrung. Und hier klatsche ich 15 Nahrung raus, um 37 zu bekommen. Das ist ja dann wieder 22, oder verstehe ich es falsch? Gut, klar, hier macht es Sinn. Okay. Dann würde ich... Achso, nee. Angeln 22, hier 22. Okay, du kannst mit Hilfe von Lebensmitteln, die du bei deinem. Okay. Oder heißt es, ich krieg 15? Beim Abschluss die aufgepackt und dein Trupp 37 Provianteinheiten. Das ist das Einzige, was ich nicht ganz kapiere. Klar, ich krieg 37 Proviant. Aber da muss ich 15 reinhauen, oder? Damit ich 37 bekomme. Gut, Freunde, dann holen wir uns mal Bandagen, Medipacks. Was gibt es? Nahrung, Erfahrung. Oder sollen wir hier mal eine reine Angelrunde raushauen? Ja, come on. Klatschen wir das auch mal raus. Brauchen mehr Erfahrungspunkte.
Das könnten wir jetzt einfach mal ausprobieren. Schauen wir mal. Okay, es sind 20 Nahrung weg und 60 werde ich bekommen, wenn ich es richtig verstehe. Weißt du was nicht, warum er jetzt hier rumsteht, aber... Erledigt. Genau, es sind 20 weggegangen und 60 habe ich bekommen. Was habe ich jetzt? Ich habe die jetzt nicht 40 mehr wie vorher, oder? Es waren doch vorher nicht 48. Okay, dann graden wir erstmal hier unseren Kollegen ab. Schnelleres Nachladen, okay. Erhöhte Wurfreichigkeit. Ja, okay, das brauchen wir definitiv. So, was gibt's zu belabern? Comrade Commander, we expected Pops back from his hunting this morning, and he didn't show up. What if he's in trouble and needs help? What if he was hurt by some animal, or captured by the Germans? Hmm, these things can happen. Did he tell you where exactly he was going to hunt? He was going to hunt by the forest lake, where the plane crashed. Here's what we're gonna do. Let's wait for him. If he doesn't show up, we'll start the search tomorrow. Okay. Richtiger Ehrenmann hier. Gehen wir natürlich gleich los und suchen ihn. So, hier gibt's was zu beißen und 600 Erfahrungspunkte, nice. Warte, gucken wir mal, wen wollen wir denn leveln? Stufe 8. Wollte ich einen von den beiden hier nehmen. Huch, hier, das machst dann mal du, Kollege. So, hier gibt's massiv viele Erfahrungspunkte. Na komm, gönnen wir uns. Jawohl. Das ist ja immer das. Das kann ich mir nicht leisten, weil ich keine 150 habe. Das kann ich mir leisten, das kostet 125. Also sprich, für 50 davon bekommen drei Leute 1000 Erfahrungspunkte. Na come on, Alter, muss ich machen. Warte, mach mal den kleinen, der ist ja eh schon. 95% sollte ausreichen. Und du gönnst uns mal noch was zu speisen. 22, 22. Nahrung wegklatschen und 130 kriegen. Ich stehe den Unterschied wirklich nicht. So, here we go. Ne, Moment. Achso, jetzt habe ich ja, nochmal Angeln gemacht. Ja, gut, dann passt es. Immer wieder drei weniger. Hey, wieso habe ich denn jetzt 116? Hey, lol, Leute, Alter. Ich komme nicht klar. Klar, 1000 Erfahrungspunkte. Alles lief wie geplant. Nice. Ach, da habe ich auch nochmal 30 bekommen. Schön. Angeln auch noch. Gut, dann labern wir mal los. Pop still isn't back. So it's time to start looking. Without a guide, we can get lost in the woods. You have to come with us. I've been ready all night. Just waiting for you now. Ja, gut. Wollen wir nicht so lange rumlabern. Weil mir können Verwundete behandelt werden. Ich weiß ja gar nicht. Sehe ich denn auch, ob irgendjemand verwundet? Ah, okay. Sehe ich anscheinend hier am Lauf. Jetzt gehen wir mal nur noch schnell ins Lager. Okay, du hast 60 Schuss dabei.
Tier 10. Dann der Junge muss wohl auch mit. Sie hat auch genug Schuss. Ah, krieg ich das mal noch mit. Zack. Und du nimmst auch mal das noch mit. Zack. Seid zu dir, Junge, durch die Schrotflinte. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Gut, da ist jetzt noch ein Messer. Könnte ich rein theoretisch auch mal noch ein Gewehr mitnehmen. Ja, komm an, Bruder. Du kriegst noch ein Gewehr. Damit du komplett lost bist. So, das Gewehr kommt hier runter, wie die anderen auch. Munition wird hier hingesteckt. So, nur du kannst hier noch eins mitnehmen. Hat jeder genug Medikits? Nein, du auch noch eins. Du hast auch zwei, du kriegst auch noch eins. Dann kriegst du auch noch die Granate. Dann von den Granaten. Okay, da würde ich sagen, legen wir direkt los. Achso, oh. My bad. Ihr beide. Ich hab's verstanden, weil ihr dort am See auf die Jagd gehen, wo das Flugzeug abgestürzt. Wir müssen ausrücken und nach dem alten Knaben suchen. Tja, das ist halt jetzt wieder die Frage. Brauche ich eher einen Scharfschütze oder einen, der richtig reinballert? Ich habe jetzt einen mit dem Gewehr und einen mit der Schrotflinte. Ja komm, dann machen wir es so. Und die anderen beiden... Aber Nahrung ist fast wichtiger, weil hier sammle ich ja immer genügend ein. Von dem her, komm an. Gönn, Abfahrt. Finde Trofim. Wachhunde auf Patrouille. Getarntes Vorgehen empfohlen. Ein verstecktes Lager. Okay, dann lass mich mal nochmal zurückgehen. Dudes. Weil nämlich. Ein verstecktes Vorgehen, dann ist vielleicht das so doch schlauer. So, zack, zack, zack und jetzt ist Abfahrt. So, starten wir rein. Look, Comrade Captain, there's been an accident. It looks like a sabotage. Could our hunter have done this? He wouldn't blow up a convoy. It's too risky. Perhaps something went wrong. Wars are known for it. The Germans are scouring the area around the lake. He might still be somewhere close. Let's find him first. Okay. Dann gucken wir erstmal die Map. Achso, das sind bloß immer die Akten, die Map an. Okay, die ist zum Glück jetzt nicht so riesig, aber Wald ist immer schwierig. Kann ich dann auch da hinten lang? Ja, kann ich. Aha. Gut, dann Jungs. Tread lightly. Speicher. Calm down. Chew on that swine. Jetzt testen wir bloß mal, wie lange die... Laid. This wasn't the plan. Attack! Okay. Er dreht sich dann gleich um. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. The enemy's near. Okay, dann warten wir doch mal. Quiet. So. He's going down. Drop one. Zerrt sie raus, das Zeug. Heb auf den Kamerad. Und ab in den Busch mit ihm.
We could try and circle around. So. Calm down. Nehmen wir den Spaß gleich mal mit. Da kommt schon der nächste. I'm on it. Got one. This will come in handy. So, dann gehen wir auch wieder in den Busch rein. Nein, nein, das muss dich täuschen, Bruder. Alles easy hier, alles easy. Okay, jetzt gehen wir mal da vorsichtig an den Truck. Kurz einen Speicher einlegen. Okay, ihr seht eh nicht weit. Du müsstest jetzt dann... Na komm schon. We could try and circle around. So, ihr bleibt jetzt hier stehen. So, wirf mal. I'm on it. That one's done for. Wie ist das jetzt so ein tolles... It's Ach. Mine. Einer ist gelevelt, okay. Das erklärt natürlich das Geräusch. Ich dachte mir gerade schon, jetzt hat mich schon wieder jemand entdeckt. Der kleine Knabe. So. Ja? So, Sturmstart gehabt. Nehmen wir natürlich auch mit. Dann werden wir gleich mal hier... I can do it. ...ihn aufleveln. Schrotflinte und Gewehr. Gewehr kann ich aber noch nicht freischalten. Ausweichen ist jetzt unnötig, wie ich finde. Ermöglicht dir das Lähmen von... Ja, okay, gut. Gutes Lähmen, bringt mir das was? Rennen im Kampf. Ja gut, ich renne eigentlich nie im Kampf, von daher... Im Sprint, ja, das brauche ich auch nicht. Möglichst hilflos abzulenken, der Feind schaut zu, während du redest. Das könnte eigentlich auch ganz nützlich sein, denke ich mal. So, dann. Hm? Gönn dir mal die Kiste. I can do it. I'll tread softly. So. I hope we're not getting caught here. Ich hoffe mal, man hört es nicht zu sehr. Yes. Hier vor meinem Fenster fahren irgendwelche coolen Kids mit ihrem Roller rum. Wie gestörte. Und ich habe mein Fenster offen. Demzufolge. We could try and circle around. Das ist hoffentlich nicht zu lästig. Ah, okay, wenn ich jetzt losballer, werden die das auch checken. Aber wie können wir uns alle mal hier reinstellen? Und wir speichern mal. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir suchen ja jetzt erstmal unseren Kollegen. Demzufolge müssen wir jetzt ja nicht gleich alle killen. Quiet. We could try and circle around. Calm down. I'm on it. Got one. My faithful blade. Es wird da mal wieder einer weniger. Es wäre echt praktisch, wenn man so eine Übersicht hätte, wie viele Leute hier sich rumtreiben. So, dann. Do you need anything? It's dangerous to go on. Rückt mal nach, Freunde. Okay, ihr guckt da lang und du guckst irgendwo darüber. Aber ihn sieht er offensichtlich nicht. I'm on it. There's no stopping us. Dann schalten wir den auch gleich aus. Wenn man schon so This praktisch hinkommen. Schauen wir mal. Das war aber nichts. Nee, das war auch nichts. Alles easy.
I hope we're not getting caught here. So. Kann man da gar nicht hinter? Doch, kann man schon. Er schaut nur da lang. Das heißt, wenn er hier rüberkommt, werden wir uns schnappen. Chew on that, swine. So, gehört hat zum Glück keiner was. Faithful blade. Calm down. Klammer den mal wieder. Packen den da hinten ins Gebüsch. Und du kriegst jetzt natürlich auch noch schön deine Klinge ab. That one's done for. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich auf F drücken. Und ihn wieder mit dem Messer abwerfen. Aber okay. Ein gezielter Schuss zwischen den Augen. Commander? Hilft offensichtlich auch. So, Freunde, dann würde ich jetzt hier in dieser Folge die Stelle beenden. Wir haben bisher jetzt echt hier lang gekämpft. Und wie ihr seht, hier gibt es echt noch einiges. Ich denke mal, dass er irgendwo hier hinten ist. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Wenn euch der ganze Spaß wieder gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und falls noch nicht passiert, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Euer Stevie B. Ciao.